Es gab einen Arzt und dieser Arzt hat gesagt, ich bin der Allesheiler. Ich kann jede Sache heilen. Und egal wer zu mir kommt mit irgendeiner Krankheit, er muss mir zahlen 50 Euro, wenn ich ihn heile. Aber falls ich ihn nicht heilen kann, ich zahle ihm 100 zurück. Ah, überzeugender Arzt. Ich kann jede Krankheit heilen. Es gab irgendeinen Chico, der hat gesehen, okay, eine gute Chance. Ich werde jetzt kommen und diesen Arzt ein bisschen Geld zocken. Er kommt zu ihm, sagt dem Arzt, ich weiß nicht, aber weißt du, ich habe in letzter Zeit, ich spüre keinen Geschmack in meinen Mund. Egal was ich esse, ich spüre keinen Geschmack. Ah, du spürst keinen Geschmack, ich habe für dich ein gutes Heilmittel. Sagt zu seiner Assistentin, geh bitte, Lade 22, dort gibt es eine kleine Flasche, gib, das ist ein Heilmittel. Sie kommt, nimmt ihm dieses, er gibt es auf einen Löffel, schluckt das alles und bedeutet schon, du bist gesund. Ja, er schluckt das und, puh, das ist Benzin. Das ist kein Heilmittel. Oh, sehr gut. Ich habe dich geheilt, gib mir bitte 100 Euro. 50 Euro, Entschuldigung, 50 Euro. Nun, er nimmt 50 Euro, sagt, okay, einmal hat er mich reingelegt, jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Er kommt zum Arzt und sagt ihm, Herr Doktor, ich habe jetzt irgendeine Krankheit, ich weiß nicht warum, aber ich bin vergesslich. Alles, was man mir sagt, ich vergesse sofort nach 2 Minuten. Vergesslich, ich habe eine gute Medizin für dich. Lade 22, gib mir bitte, das ist Benzin. Oh, du hast dich wieder erinnert, das ist sehr, sehr gut. Zahl mir bitte wieder 50 Euro. Nun, am nächsten Tag kommt er wieder. Er kommt mit geschlossener, Doktor, wo sind Sie? Er sagt, was ist? Ich sehe nichts. Du siehst nichts? Tut mir leid, das kann ich nicht heilen. Hier hast du 100 Euro. Er nimmt das Geld, geht raus, kommt wieder zurück, sagt, Moment, das ist 5 Euro, nicht 100 Euro. Ah, da kannst du wieder sehen. Gib mir bitte jetzt wieder 50 Euro. Das heißt, man muss auch ein bisschen gescheit sein. Warum kann man da? Amen.